Claudio Schiesel, Inside Politics. Wir sind heute beim Cyber Attack und die Wirtschaftskammer ist hier sozusagen einer der Mitorganisatoren. Um was geht es hier? Es geht darum, in einem Planspiel, einem sehr realistischen Planspiel, die Cyber Security, das Awareness einerseits zu steigern, auf der anderen Seite auch aktiv aktuelle Bedrohungslagen durchzuspielen für ein Unternehmen, bis hin zur höchsten Eskalationsstufe oder zu hohen Eskalationsstufen, eben nicht nur Awareness zu schaffen, sondern auch wirkliche Reaktionen in Unternehmen auszuprobieren. Wir arbeiten hier zusammen mit dem Innenministerium, mit der Polizei. Warum? Die nächste Frage. Weil es längst schon nicht mehr zu Bedrohungslagen allein für Unternehmen, die sich im kritischen Bereich bewegen oder für öffentliche Institutionen geht, sondern es geht zunehmend um kleine und mittlere Unternehmen, die hier attackiert werden, wo die Summen in der großen Masse eigentlich gar nicht auffallen, aber für das Unternehmen an sich schon sehr schmerzhaft sind und in der Summe sind da Milliardenschäden, die entstehen für die Wirtschaft. Sie sprechen Klein- und Mittelunternehmen an, auch EBUs. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da sozusagen die Wirtschaftskammer involviert in die Kooperation oder in die Informationsweitergabe? Also wir haben zweierlei Aufgaben. In den einen Bereich ist es das Awareness schaffen, die Firmen darauf hinzuweisen, unsere Mitglieder darauf hinzuweisen, dass hier Bedrohungslagen existieren und dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Das kann wirklich jetzt schon jedem geschehen. Es kann für jeden eine Bedrohung werden, vom kleinsten Handwerkbetrieb zum Hotelbetrieb, Gastronomiebetrieb. Also es muss nicht mehr in irgendeinem vollen Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sein. Auf der anderen Seite aber auch Hilfestellung anzubieten. Das heißt, solche Trainings zu machen. Aber wir haben auch eine Cyber Security Hotline eingerichtet, 24/7. Wo man rund um die Uhr, wenn ein Schaden eingetreten ist, mit einer Hotline und mit Experten verbunden wird, wo man einmal erste Hilfe bekommt. Okay, und wie funktioniert jetzt das Planspiel an sich? Weil Sie haben das jetzt angekündigt. Das Planspiel dauert einen ganzen Tag. Wie lange dauert das? Wie viele Unternehmen haben sich daran beteiligt? Also es sind die Unternehmen, die hier sind, von bis 17.30 Uhr, von 9 Uhr in der Früh, mit verschiedensten Bedrohungslagen. Das beginnt mit ganz einfachen Hinweisen. Es ist eine Gefahr oder sind neue Trojaner oder sind neue Viren unterwegs, bis hin zu, es kommt zu Attacken in deinem Unternehmen, bis hin auch dann, wie reagierst du, wenn es öffentlich wirksam wird, bis hin auch, wie ist die Datenschutzgrundverordnung anzuwenden oder was hast du, wenn Daten verloren gehen, bist du darauf vorbereitet? Wir spielen ja, als ob es schon im Mai nächsten Jahres wäre, wo das Gesetz schon oder die Verordnung schon in Kraft ist. Die neue Datenschutzverordnung in Kraft ist. Also das ist das gesamte Szenario wird durchgearbeitet und wie gesagt, es wird wirklich durchgearbeitet. Die Leute haben zum Schluss wahrscheinlich Schweißperlen auf der Stirn. Ich verstehe. Und was empfehlen Sie jetzt zum Beispiel einem EPUler? Wir haben zum Beispiel in der Redaktion verschlüsselte Festplatten. Ist das auch ein Thema, mit dem sich auch normale Ein-Personen-Unternehmen zum Beispiel beschäftigen sollten? Absolut. Jeder, der in irgendeiner Form von Daten auch abhängt in seiner Geschäftstätigkeit und sie nicht nur zum privaten Pläsier hat oder alles in seinem Kopf abgespeichert hat, kann davon betroffen sein, dass ihm hier und sei es nur für ein paar hundert Euro oder für 1000 Euro ein Erpressungsversuch zum Beispiel ins Haus steht. Das wird zunehmend, geht man auf kleinere Summen, nur für die Verbrecher, die hier tätig sind, für diese Organisationen, ist durch die Masse auch ein Ein-Personen-Unternehmen interessant. Also es braucht keiner glauben, er ist zu klein, dass er nicht im Visier einer ganoven Organisation sein könnte. Dann danke ich fürs Gespräch. If you like this video, please comment, share, and subscribe to my channel. Thank you very much.